Früh, so etwas nach 8 Uhr, fährt man in Leipzig ab und landet so gegen 10 Uhr in Weimar. Unterwegs bereitet man sich auf das Rencontre mit Weimar vor. Vor dem Bahnhof harret die Straßenbahn deiner Wenigkeit, das hast du nicht nötig. Ein munteres Lied auf den Lippen kletterst du in eine altertümliche Droschke. Erstens, weil es langsamer geht, und zweitens, weil der freundliche Mann auf dem Kutschbock nett zu plaudern weiß. Alles erläutert der Mann auf dem Kutschbock, der dich die Belvedere-Allee entlang und ein Stück durch den Park schaukelt. Linker Hand, das ist das römische Haus. An Goethes Gartenhäuschen machst du Halt. Denn du hast die freundlichsten Aspekte genossen und brennst darauf, all das, was da just im tollen Wirbel der Droschke kaleidoskopartig vorbeiflirrte, gemütlich schlendernd inspizieren zu dürfen. Alsbald triffst du, von den verhallenden Segenswünschen des Fuhrmannes abkompaniert, in das Haus, das Goethe am 10. Mai 1776 bezog, während des Umbaus und trotz Witterungsunbilden nicht verließ und auch dann noch aufsuchte, als er längst das noble Quartier in der Stadt innehatte. Weißlich und mit rhythmisch gliederten Spalieren geziert, grüßt es gefällig in großer Bescheidenheit und Schlichtheit aus der grünen Gartenumrahmung heraus. Die Küche wirkt fast alchemistenhaft. Im Obergeschoss stößt der verdutzte Gast auf ein Kuriosum.